Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sondersendung hier auf Frankenfernsehen, die wir für Sie vorbereitet haben zum Thema Familienunternehmen. Warum sind die so wichtig in der heutigen Zeit und was müssen Familienunternehmer alles in der heutigen Zeit beachten? Und zu diesem Thema freue ich mich ganz herzlich über meine Gäste hier im Studio. Herr Fink, Sie sind Vorstand des Verbands Familienunternehmer. Schön, dass Sie da sind. Danke. Herr Schöller, Sie sind auch vom Verband der Familienunternehmer, aber Landesvorsitzender in Bayern. Und Herr Friedrich vom Verband der Jungunternehmer auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herr Schöller, meine erste Frage gleich an Sie. Familienunternehmer ist ja eigentlich recht offensichtlich. Der Name wird von Familien, ein von Familien geführtes Unternehmen. Aber was ist denn jetzt nun das Besondere an Familienunternehmen, vielleicht auch gerade rechtlich gesehen? Also das Besondere an Familienunternehmen ist, wir beschäftigen in Deutschland fast 70% der Erwerbstätigen. Also man könnte sagen, wenn wir eine Partei wären, wir wären die größte deutsche Partei. Da wir in Generationen denken, denken wir langfristig. Und das heißt, uns interessiert die langfristige Stabilität des Unternehmens viel mehr als kurzfristige Mitnahmeeffekte aus Bilanzoptimierung und anderen Spielchen. Und wir haben damit eine Gleichrichtung von unseren Interessen, von den Eigentümerinteressen mit den Interessen unserer Arbeitnehmer. Wenn ich will, dass es meiner Familie gut geht, dann muss es auch langfristig meinen Mitarbeitern gut gehen. Und zwar so gut gehen, dass sie auch gerne bei uns arbeiten. Allein, dass man kommt, reicht nicht. Man muss es mit Engagement machen. Das heißt, wir müssen den Arbeitsplatz attraktiv machen und wir müssen schauen, dass unsere Entscheidungen langfristig tragen. Geht es der Firma gut? Geht es der Familie gut? Und das kann man in Nicht-Familienunternehmen oft auch ein bisschen irritierend, völlig getrennt sehen. Der Firma geht es schlecht. Der Manager kann mit einem großen Bonus trotzdem ausgehen. Das haben wir nicht. Das heißt, durch diese Schicksalsgemeinschaft und den sozialen Aspekt, den wir durch Rahmenbedingungen eingebaut haben, finden wir, dass wir eigentlich das Modell sind, was sich am besten bewährt hat für die Gesellschaft als Ganzes. Also grundlegend andere Art eigentlich, um Unternehmen auch zu führen. Herr Fink, warum ist dann ein Familienunternehmen auch so wichtig, gerade für die Wirtschaft hier bei uns in Bayern, auch in Mittelfranken? Ja gut, Familienunternehmen sind natürlich für alle Regionen wichtig. Also nicht nur für uns, aber für Regionen, in denen jetzt nicht 4 oder 5 DAX-Unternehmen angesiedelt sind, so wie in München, vielleicht doch noch eine Spur wichtiger. Ich meine, Familienunternehmer gibt es ja in jeder Größe, vom Bäcker, der bei Ihnen gegenüber seine Filiale hat. Bis Volkswagen. Bitte? Bis Volkswagen. Ja, bis auch Volkswagen oder Audi, nenne ich. Also Audi zum Beispiel macht sehr viel für die Region Ingolstadt. Und ich denke, das hat auch damit zusammen, dass es trotzdem eine Aktiengesellschaft ist, ein Familienunternehmer, ein Unternehmen, das zwei Familien gehört. Die haben einfach Verantwortung. Sportvereine fördern zum Beispiel, dass das auch zur Attraktivität des Standorts und des Arbeitsplatzes beiträgt. Und da kann ich wirklich eine klare Abtrennung zwischen familiengeführten, lokalen Unternehmen und anonymen multinationalen Konzernen, von denen man teilweise ja nicht mal weiß, wem sie eigentlich gehören, treffen. Also auf jeden Fall wichtig, vor allem auch für die Region, in der sie dann eben auch stehen. Insofern kommen da dann auch die Verbände so ein bisschen ins Spiel, denn Verantwortung, die die Familienunternehmen unternehmen, auf der einen Seite schön und gut, aber auf der anderen Seite brauchen ja solche Familienunternehmen auch eine starke Stimme. Herr Friedrich, diese beiden Verbände, Familienunternehmer und die jungen Unternehmer, was machen die jetzt eigentlich genau? Ja, wir haben den Verband die Familienunternehmer, der die Interessen der eigentümergeführten Unternehmen vertritt in Deutschland, also somit das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Der Herr Schöller hat schon erläutert, wir sprechen hier von Millionen von Arbeitsplätzen. Und auf der anderen Seite haben wir den Verband die jungen Unternehmer, das sind die Unternehmer bis 40, die sich dort finden, und das ist aufgeteilt in zwei Gruppen, für die ich dann spreche. Die zum einen sind das die Nachfolger in diesen Familienunternehmen und zum anderen sind das die Gründer, die also selbst den Mut aufgebracht haben, ein neues Unternehmen zu starten. Und diese Verbände kümmern sich um hauptsächlich zwei Dinge. Das eine ist der Austausch unter den Mitgliedern. Das betrifft zum Beispiel bei den jungen Unternehmern den Austausch unter den Nachfolgern, wo es ja darum geht, wie macht ihr das in eurem Unternehmen, wie machen wir das in unserem Unternehmen. Dieses Thema der Übergabe, das ist ja so ein bisschen die Pubertät des Unternehmers, wenn er dann von den Eltern das Unternehmen übernimmt. Das ist ja kein ganz einfacher Prozess. Oder auf der anderen Seite zwischen Gründern,
die ja auch ähnliche Probleme haben, die irgendwie gleichgelagert sind. Wie habt ihr das gelöst mit der Steuer? Wie findet ihr neue Arbeitskräfte? Diese Themen, und darum kümmert sich der Verband. Spannend, auf der anderen Seite, wir später nochmal drüber reden, auf jeden Fall. Erbschaftssteuer, das zweite Thema, genau. Aber noch, das Sie ansprechen wollten. Genau, das zweite Thema ist, dass der Verband natürlich dann auch dafür da ist, die Stimme der Unternehmer nach außen, also insbesondere auch an die Politik zu tragen, damit man also gemeinsam darstellen kann, dass man durch diese vielen Arbeitsplätze, die man schafft, auch dafür sorgen möchte, dass das gut vorwärts geht. Das Engagement geht aber natürlich auch noch ein bisschen weiter. Es gibt den Kongress der bayerischen Familienunternehmer, Herr Schöller. Das ist sozusagen die Leuchtturmveranstaltung, die man da in Bayern initiiert hat. Um was geht es da genau? Wir machen das zum vierten Mal. Es kommen die Familienunternehmer zusammen. Sie treffen sich mit Vertretern der Politik und sie diskutieren, was für die Rahmenbedingungen wichtig ist, damit Jobs auch weiterhin stabil sind. Und wir haben in unserem Kongress dieses Jahr in Nürnberg am 26. drei große Themen. Erstens einmal das Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, TTIP, dann das Thema europäische Integration in Griechenland und was da so heftig diskutiert wird. Und drittens das momentan sehr brennende Thema Erbschaftssteuer. Und das ist ein wunderbares Stichwort. Ja. Ist ja ein recht großes Problem für Familienunternehmen. Warum ist das genauso? Die Erbschaftssteuer ist ein Angriff auf die Familienunternehmen. Es ist eine Diskriminierung. Ein Familienunternehmen wird belastet zur Unzeit oder zu einem Zeitpunkt, der durch den Zufall gewählt wird, mit einer Zahlung, die so groß sein kann wie das gesamte Eigenkapital nach den Formeln, die jetzt im Gesetzentwurf stehen. Arbeitsplätze in Familienunternehmen werden dadurch etwas unsicherer. Und wir haben einen Referentenentwurf, der dazu führt, dass nicht nur die Unternehmen angegriffen werden und durch eine Risikophase der Instabilität gehen und auch, dass ihnen Reservetank und so etwas abgegraben wird, sondern es macht auch im Extremfall den Unternehmer zur Gefahr für seine Familie. Was kann man denn machen dagegen? Wo kann man da nachbessern? Es muss nachgebessert werden. Verfassungsgericht hat verlangt, dass bei besonders großen Unternehmen nachgewiesen wird, dass es das Bedürfnis überhaupt gibt für eine Verschonung, für eine Entlastung. Und solche Kriterien für die Prüfung, ob ein Unternehmen überhaupt das Bedürfnis hat, also ob es überhaupt im Interesse der Gesellschaft ist, es zu entlasten, fehlen vollständig. Und zum Zweiten die Belastung der Familie, dass die Familie plötzlich in eine Haftung kommt. Das heißt, wenn dem Unternehmer etwas zustößt, hat die Familie und das Unternehmen kann nicht zahlen, weil das Unternehmen hat in der Regel nicht die Liquidität, die sich Politiker vorstellen, sondern das Geld ist investiert und es gibt auch Schulden und die Banken passen sehr genau darauf aus, dass die Schulden nicht vergrößert werden, das Kapital nicht verkleinert wird. Also geht es dann aufs Privatvermögen. Das heißt, es kann sein, das Privatvermögen kann aus anderen Quellen kommen, wird plötzlich sozusagen enteignet und ein Unternehmer wird plötzlich zur Gefahr für seine eigene Familie. Was man tun müsste, ist ziemlich einfach. Man müsste die beiden Kernzahlen, die die Stabilität eines Unternehmens beschreiben, zur Voraussetzung machen, um festzustellen, ob darüber hinaus überhaupt Reserven da sind, die man auszahlen kann. Das ist einerseits die Eigenkapitalquote und andererseits die Verschuldungsquote. Und man denkt, bei großen Unternehmen, da ist so viel da, da muss doch immer was gehen. Aber auch große Unternehmen kippen um. Quelle hier ist umgekippt, Schlecker und so weiter. Es ist ein vollkommener Fehlglaube. Groß ist stabil, Mittel ist nicht. Es geht um die Relativität von Schulden zum Vermögen. Sie haben es schon ein bisschen angesprochen. Ja. Quelle ist natürlich absolutes Negativbeispiel, ja. Herr Fink. Ja. Haben Sie da sonst schon Erfahrungen gemacht? Was würde das für Unternehmen hier in der Region eigentlich bedeuten, sowas für einen Schritt? Ja, auch da ist jetzt, von Region zu Region ist es nicht unterschiedlich. Das Problem ist einfach, wenn ich Geld erbe und ich muss dafür Steuern zahlen, das ist relativ einfach, dann habe ich das Geld und kann damit Steuern zahlen. Also schlimmstenfalls ist das in 10 Jahre angelegt oder so, aber da kommt man ran. Wenn man eine Immobilie erbt, hat man in der Regel Mieteinnahmen. Außerdem werden die ganz anders bewertet. Aber jetzt haben wir das Problem, dass dadurch, dass die Zinsen so niedrig sind, es eine fiktive Unternehmensbewertung für die Erbschaftssteuer gibt, die einfach wahnwitzig ist. Das heißt, diese Werte kann ich eigentlich nur erzielen, wenn ich an Heuschrecken verkaufe, was dann wieder, und die müssen das wieder refinanzieren, dadurch, dass sie aus der Firma Geld rausholen. Und das ist für die Arbeitsplätze und für die Region mit Sicherheit die schlechteste aller Lösungen.
Also das Problem ist, ich kann einfach in vielen Fällen, wenn ich Alleinerbe einer Firma bin, die nicht zu irgendwie 20% verkaufen, wenn ich die 20% brauche, um Erbschaftssteuer zu zahlen. Und drum ist ja auch aus gutem Grund, und da hat das Bundesverfassungsgericht ja prinzipiell nichts dagegen, ein Firmenerbe anders anzusehen als Geld oder Immobilien. Mhm. Oder Schmuck oder Bilder oder was auch immer. Selbstverständlich. Ein anderes Thema. Was beitragen, ja. Die Gesamterbschaftssteuer bringt dem Staat 6 Milliarden. Ja. Wenn die Politik die Einsparvorschläge des Rechnungshofs umsetzen würde, wären es 20 Milliarden. Es ist also an einer ganz falschen Stelle. Es wird dort gepiekst, wo die Stabilität der Arbeitsplätze in Gefahr gebracht wird, denn das Kapital ist das, der Kapitän verlässt als letzter das Schiff, was im Risiko steht, das finanziert den Arbeitsplatz, die Werkbank. Und die Bank finanziert das, was weniger Risiko hat. Also man zieht an der gefährlichsten Stelle. Es gibt viele, viele Staaten, die haben die Erbschaftssteuer abgeschafft. Also man müsste nach Österreich ziehen, das würde ich den Unternehmern sofort empfehlen, wenn dieser Unsinn hier weitergeht. Ein anderes Thema, das Sie schon angesprochen haben, ist TTIP, das Freihandelsabkommen. Wie bewerten Sie das für Familienunternehmen? Ist ja auch ein Thema, das definitiv hier große Schlagzeilen in letzter Zeit gemacht hat. Ja, also ich sehe das TTIP als eine große Chance. Wir sind sowieso eine Exportnation. Wir sind auch, haben die Hidden Champions in vielen, vielen Bereichen. Und es öffnet sich für uns der amerikanische Markt besser, als umgekehrt sich Europa für den amerikanischen Markt öffnet. Ja. Also wir können leicht ein Land von Coast to Coast, wir können Hürden und Zollhürden sind plötzlich weg. Also ich glaube, Europa wird der Gewinner sein. Und ich sehe bei TTIP eine ganz große Chance. Zum ersten Mal verkoppeln wir soziale, ökologische Standards und auch Sicherheitsstandards mit dem Handel. Bisher wurde Handel einfach völlig separat von anderen Standards gesehen. Lass es uns so frei wie möglich machen, die Grenzen runterziehen, Globalisierung, Bangladesch, Afrika, alles geht. Und zum ersten Mal überlegt das ganze Land intensiv, Handel gehört verknüpft mit Standards. Und wir als Unternehmer sehen hier eine Chance, dass man das zur Schule, dass das Schule macht und dass wir auch mit anderen Regionen der Welt Standards propagieren, die sich in Europa bewährt haben und am Schluss Handel sogar zur Armutsbekämpfung beitragen kann. Chance ist auch noch mal ein gutes Stichwort, das ich aufgreifen möchte. Wir haben es auch schon angesprochen, der Kongress der Bayerischen Familienunternehmer ist, lassen Sie mich ganz kurz nachschauen, am 26. Und die große Chance, die ich jetzt ansprechen will, ist, der Herr Söder wird die Eröffnungsrede halten. Wir haben jetzt gerade über viele Finanzthemen geredet. Herr Friedrich, Sie werden da sicher auch an den Herrn Söder appellieren, oder nicht? Das werden wir mit Sicherheit tun. Und ja, als junge Menschen und als junger Unternehmer ist mir besonders wichtig, dass Politik nicht auf dem Rücken der jungen Generation ausgetragen wird. Deshalb würde ich mir wünschen, dass, ich meine, in Bayern funktioniert das meiste schon relativ gut. Wir tilgen unsere Schulden, wir haben starke und gute Unternehmen, wenig Arbeitslose. Ich würde mir wünschen, dass der Herr Söder diese Dinge, die bei uns gut laufen, auch in den Bund hineinträgt. Wir haben ja die Diskussion um den Länderfinanzausgleich. Es geht um verschiedene Steuerthemen auf Bundesebene. Ich würde mir wünschen, dass er das, was bei uns gut läuft, dort hineinträgt und vielleicht dort etwas Durchsetzungsvermögen zeigt, sodass es dort auch ankommt. Herr Schöller, noch eine Ergänzung aus Ihrem Verband vielleicht? Also wir können nur froh sein, muss ich jetzt mal sagen, dass wir Herrn Söder haben, obwohl man normalerweise immer schimpft über die Politiker. Herr Söder hat wirklich Mut. Er steht alleine auf gegen alle Kollegen, auch in der CDU. Er traut sich etwas zu sagen, dass es für die Unternehmen eine Gefährdung der Arbeitsplätze ist und versucht sich nicht nur beliebt zu machen mit dem, was gerade en vogue ist. Also wir wünschen uns, dass der Herr Söder stark bleibt. Wir freuen uns sehr, dass Herr Söder kommt. Wir freuen uns auch, dass Herr Lindner kommt. Und wir möchten bewusst machen, dass es Leute gibt, die verstehen, wie im starken Wettbewerb unsere Arbeitsplätze hier bleiben und nicht so schnell wegziehen, wie es in, du kannst sehen, man muss nach Westen, nach Süden schauen, wie schnell Arbeitsplätze auch verschwinden. Großes Lob an den Herrn Söder, der darf sich also auf den Kongress freuen. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, darf Ihnen auf jeden Fall noch mal viel Glück wünschen für den Kongress. Ich sage es noch mal, am 26. Juni in Nürnberg hier bei uns der Bayerische Familienunternehmerkongress. Und das war es jetzt auch mit unserer Sondersendung zum Thema Familienunternehmen. Tschüss.